Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Palette 2 mit mir, Cedric und. Justin. Und wir machen heute den Panikraum. Wie immer seht ihr die ganzen Story in der Beschreibung. Die könnt ihr euch dann durchlesen, damit ihr auch wisst, warum wir jetzt in den Panikraum gehen. Hier aber nochmal eine kleine Introduction von Bane. So, machen wir das. Wir spielen jetzt einen Schwierigkeitsgrad höher. Wow, die war ja echt ganz schön kurz. Die war ganz schön kurz. Das Ich habe jetzt nicht geguckt, ob Scarface ein russischer Charakter ist. Guck ich da mal. Los geht. ist. Ich glaube, er ist es. Ich guck da mal. Wenn ich dran denke nach der Runde, ja. Denken um die Uhrzeit bei uns beiden. Sind später. Wirklich. So, Berlin wir da klauen den schön ganzen hacken gleich Raum. damit. Kurz gesagt, wir klauen einfach den ganzen Raum, wenn wir nicht reinkommen. Oh, hell yeah. Ja, erstmal ziehen. Das war ein bisschen Pep. Kluger Mann hat mal gesagt, wenn du ein Schloss nicht knacken kannst, baust du auseinander. Okay. Aber wie Bane einfach so unhöflich ist, mir einfach so ist. Das sind unsere Freunde. Guck mal, der Typ mit der Uzi. Mein Lieblingsfreund. Also er ist der coolste. Ich mag ja die Frau, die sieht so gesund aus. Knutte. Ja, Get inside! Ja. Da lang, okay. How you doing? How you doing? Welcome! 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 Finally, a good shiny store! Ich rauche ein bisschen, ja. So schön, dass sie auf die Mundbewegung geachtet haben. Also Masks on, das kann ich, das klingt gut. In den Panikraum und dann was. Verpiss dich. Erster Stock. Ich schieß dich um, ja, was willst du, ha? Ich darf hingehen, wo ich will, du Fotze. Niemand sagt, was ich zu tun habe. Ah, ich liebe diese Slow-Mo-Momente. Jarvis. So nach Jarvis. Find the bastard! Oh, hier liegt Geld. Oh, hier gibt's so viel Geld. Was du dir nehmen kannst, dass du die XXLs haben wirst. Let's find him. Weil hast du die gerade auch gehoben, die XXLs haben wirst. Kann man die aufgeben? Das ist ein Achievement. Ja, hier ist wo. Den gefunden? Weiß nicht. Ah, nee, da ist er. Wow, hab ich nie. Ja, hab ich gemessert. Ist bei dir jemand, der dich aufhebt? Ah, beide. Der aimt auf dich runter, der macht Wallhack. Meinst du, ja? Ich hab ihn niedergeschossen. Ja, ich bring mal das. Clover und Bonnie kommen nicht, du musst mir helfen. Kriegst dich hin. Jetzt mal, wenn sie kriegen sich nicht hin, beeil dich. Versuch's. Wird knapp. Ne, bei mir bist du schon auf Null. Ja. Keine Sorge, Bonnie und Clyde standen mal wieder vor, Meter vor meiner Tür. Bonnie und Clyde? Ja. Siehst du den Key? Du siehst ja, wo die Leute sind, aber ich hab's nicht geschafft. Komm schnell. Sie konnten hier nicht reingehen und mir helfen. Das NPC ist gleich Nux. Ey, wir brauchen ein paar Geiseln, bitte. Was trägst du eigentlich auf dem Rücken? Geld? Koks. Ah. We have you surrounded, ja. Wir geben, glaube ich, nicht auf.
Irgendwer hat ihn erschossen. Schieß hier unten, geh nicht auf. Ich nehme die Sägen an, los geht's, wir müssen hier aber vor was machen. Ich geh erstmal nach unten. Schnapp mir den Kopf. Oh, jetzt ist es schwer. Kannst du nicht mal ein paar hier. Nimm die Sägen an, das hat höchste Priorität. Tango, Tango. Ja, Tanga, Tanga. Rennt mich aber so um. Bots machen nichts. Nein! Also, die Bots kriegen das bestimmt hin. Siehst du? Die wiederbeleben dich einfach direkt. Der Arsch ist nicht in die Cloaker zu kommen? Nein, nein, die werden erst wiederbeleben. Jetzt darf ich ihn umschießen. Kannst du mal die anderen Segen schon mal anbringen? Das war auch mein Plan. Lululu. Da und da noch. Ich schau dir zu, der war spannend, spannend. Oh, guck, du hast schon Koks auf dem Rücken. Ja, gib das Koks ab und nimm mir eine Geisel. Wo soll das? Schieß mal zurück. Kann gerade irgendwie keimen, das Koks auf. Ah, jetzt. Musst du noch hochziehen. Hi, ja, ja. Sollte man nicht unterschätzen. Nein. Hätte mir einfach aufheben müssen als Bot. Und nicht vor meiner Tür stehen bleiben und warten, bis ich sterbe. Ach, keine Sorge, die drei. Bulldozer, zwei Bulldozer, kein Ding für euch. Zwei? Ja, da hinten an der Tür ist auch noch einer. Boah, boah, Gott, man kann ja nirgends wohin gehen. Richtig. Blind? Lebe ich noch? Nee, du bist tot. Keine Sorge. Bots schafft es bestimmt irgendwann zu mir. Ich sehe nur weiß. Hey, wenn ihr den Geist habt, bin ich sofort wieder da. Ja, aber noch ist ja Ding, ne? Polizei. Ist egal. Ich hab geschossen, der ist ein Bulldozer vor dir. Kannst du auch trotzdem übernehmen, ich glaub noch nicht. Da muss auch keiner in der Nähe sein. Ich bin da. Ah, der ist schon mal wenigstens Kraft. Und jemand hat knapp. Halt super. Freddy, das leg doch mal bitte deine Medi-Tasche. Ja. Wir müssen hier ein bisschen Koks klauen. Klauen? Nee. Koks ist nicht mein Problem. Wir müssen mehr Leute übernehmen. Ja, ich will ja mal genau die Bots, die schießen direkt auf den Kopf. Ja gut. Ja. Auf einmal taucht ein Zivilist auf, weißt du? Jetzt, wo du da bist. Ja. Oh, die See geht mir auf den Sack. Wir machen so schöne Geräusche, ne? Oh, ey. Nee. Also, ich habe zwei Geisel. Also, konvertiert. Ja. Hier ist auch ein Penner. Ja, den habe ich da festgenommen. Nee, das noch nicht festgenommen. Wurde schon wieder befreit. Danke. Wir sind auf der Rechte, ich nehme mich mal mit. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo wir jetzt genau die Taschen abgeben. Taschen? Ja. Auf jeden Fall nicht, wo ich gerade bin. Ich sehe nämlich nichts. Gehen wir draußen ab. Hier durchs Fenster. Oh ne.
Das Fenster ist leider blockiert, wo wir das rauswerfen. Wir müssen irgendwie auf eine Etage oben drüber rauswerfen. Ach, ich bin blind. Jetzt auch zu. So, wie die Segen jetzt durchgegangen sind, die waren die ganze Zeit nicht da. Doch, scheiße. Oh, da sind noch Gangster drin. Kommt der jetzt auf einmal? Ja, die haben die ganze Zeit die Türen blockiert. Hier ist noch mehr Koks. Aber ihr könnt sich aus dem Fenster werfen. Boah. Wir müssen es nur vom Dach schmeißen, kein Ding. Ich freu mich. Naja, da ist auch gar keine Party oder so. Nö, nö, alles gut. Weißt du, wo deine Bretter platzieren kannst du von hier im Treppenhaus nach oben. Hier kannst du noch jemanden überreden, falls es doch. Nee, kannst du auch nicht. Alle auf dem Dach geht's gerade ab. Da ist es noch ein Helikopter und bringt noch mehr. Das ist unser Heli. Nee, ist nicht unser Heli. Steht sogar Polizei drauf. Wir haben blind. Wir müssen nach dem Polizei-Assault raus, es ist so heiß da oben. Koks gesichert, 130.000. Das ist zu viel, da geh ich hier weg, das bringt nichts. Wir müssen hier ein Safe Room schauen, wir müssen hier wirklich das Treppenhaus sichern. Also hier sind wir safe. Weil da haben wir ein Bot an der Treppe nach oben. Gleich ein Bulldozer rein. Hat irgendwas gehört. Oh, big guy coming. Bulldozer tot. So ein paar Bretter. Oh. Ja doch. Oh, ein. Und. Alter, der Bot steht draußen auf dem Dach. Was soll er jetzt so machen? Ja, One-Man-Army. Oh, jetzt sind zwei auf dem Dach. Oh, jetzt geht's da oben ab. Alter. Bulldozer weg. Na, ich glaube, das Koks habe ich verfehlt. Oh Mann. Ja, hast du. Die eine Tasche da. Du hast jetzt runtergehen, die da reinwerfen, ja. Hier komm ich nach draußen, das hast du vergessen. Da ist eine Tür. Warum steht hier ein Schild? Ich hab einen Klocker gekillt. Jetzt können wir arbeiten. Where is my backup? Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Wir müssen jetzt oben die Scharfschützen töten, immer noch. Ja, na dann, dann komme ich wieder hoch. Mach das, ja. History. Get down.
Hoch heißt immer noch brutal da oben. Ja. Muss da durch. Und die Assault Wave geht weiter. Da geht jetzt nicht mal eine Sekunde Pause. Doch, wir hatten ja Pause. Ja, irgendwo ein Klauker. Oh, da. Wer hat geteilt? Hm? Ja, die Bots machen nichts. Schön. Bulldozer. Den hab ich getötet. Nein, der steht vor mir. Schieß ihn noch hoch. Muss ich das noch machen? Warum nicht? Das ist jetzt raus. Verblend. Ein Sniper weg. Einer weniger. Sehr gut. Jetzt das Dach nur clear halten. Von Snipern, ja. Jetzt fängt auch noch die Nase an wegzulaufen. Hier geht gar nicht. Nicht Nase weglaufen. Willst du sie nie wiederfinden? Das sagst du aus, mein Freund. Sorry! Ist das Alex speaking? Nee. Alter, da muss ich jetzt mal ganz schnell an meine Tasche greifen. Hier geht gar nicht, dass ich jetzt laufen muss. Naja, passiert das oder so gerade nichts, von daher. Nein, nein. Das alles Auto ruhig, rein. Alles ruhig. Ja, ich hab gar nichts zu tun, nicht. Wie zum Beispiel C4 anbringen. Glaub ich dir. Ganz normal am Montag. Klar. Handcuff yourself. Was hältst du C4 anbringen, solltest du aber auch nur nach den Koks gucken, ja? Nach den Koks? Ja, überleg dir noch Kurs und Geld rum. Wolltest du das ganze Haus sprengen? Ah, stimmt. Ah, ja, wo kam das denn? Weiß ich nicht. Krankes Schwein. Das war mein Bauch. What is guys? Ex-Military? Ich kriege Hunger. Ess doch was. 2 Uhr nachts. Bitte? 2 Uhr nachts. 1 Uhr nachts. Echt ein? Ich dachte, es wäre 2. Nee. Hi, ey. So, also jetzt zeig mir doch mal bitte, wo genau ich das hinschmeißen muss. Einfach in den Trunk. Ja, Digga, den sieht man von da oben nicht. Doch. Oh Gott. Ist ja nur auf die Kante springen. Ich komme nicht mal nach oben. Das ist problematisch dann. Ja. Leute hier stehen. Ich will gar nicht wissen, wie es oben aussieht. Oh Gott. Nicht besser. Leck mich. Ich kann nicht. Guck mal, jetzt auch daneben geworfen. Ich gehe gleich mal runter und werf sie rein. Also lass einfach runter. Hast du noch so ein Drogenlabor, wo man hin kann? Zu der Drogenkuchen, ja? Ja, nee, ich will die Kohle haben. Da gibt's bestimmt auch noch mehr. Irgendwo gab's das doch. Kann dir versichern, das Dach ist uns betretbar. Uns betretbar? Uns die können betretbar. Wir dürfen es betreten? Okay, danke. Nein, es ist nicht betretbar. Du kommst da nicht rum. Ist egal, ich muss ja auch sagen. Aber ich, um die Taschen runter zu schmeißen. Ja, du kannst doch von jedem Fenster da rausschmeißen. Sagen wir, wenn die auf die Seite da schmeißt. Und wenn die in die Nähe des Wagens schmeißt, reicht mir das vollkommen. Muss ich gucken, welches Fenster am besten geeignet ist. Keine Rolle, wenn es da in der Gasse liegt, passt das schon.
hier noch irgendwas? Nö, ich bin jetzt auch blind, von daher. Ich bin schon fünf Kokain vorbeigelaufen. Ich weiß noch, wo einiges liegt. Scheiß da runter. Okay, nehme ich jetzt dahin. Gut, ich muss erst wieder finden, wo es war. Ich hab's wieder vergessen. Aber ich weiß, dass du noch so 3 bis 4 Taschen lagen, also safe. Ja, das ist doch safe. Kannst du das ganze Koks erst mal ab? Ja, so scheiß auf Panic Room. Box macht alles glücklich. Ich kletter die Leiter am Gebäude hoch. Spider-Man oder was? Ja. Da kommt noch eine Tasche runter. Da ist noch eine Tasche, die runterkommt. Okay. Cool, das habe ich schon schön gemacht. Da brauche ich doch mal jemanden, der mich aufhebt. Aber Bonnie ist ja, habe ich ja zu mir gerufen. Kriegt das bestimmt hin in 25 Sekunden. Ich kämpfe gerade noch gegen einen Bulldozer. Boah, geh mich jetzt nicht um. Was denn? Wer wird aufgeholfen? Dir wird aufgeholfen. Wer wird aufgeholfen? Kein Stress. Die Bots schaffen es doch immer. Ach, echt? Ja, machen wir in 100 Jahren. Okay, ich bin tot. Ich bin nicht tot, ich hab's geschafft. Bitte nicht nachmachen, was ich gerade getan habe, niemals. Geht nicht so ein Panic Room ausrauben jeden zweiten Montag. Warum geht's nicht? Dann verstehe ich's nicht. Hast du noch die große Zahnbürste schon mitgenommen? Nein. Richtig, sag dir, richtig. Kannst du mal C4 platzieren gehen? Danke. Ich hab kein C4. Ja. Gibt's da oben? Musst du aus der Tasche nehmen? Da war ich noch nicht. Wie, du warst du noch nicht? Die ist ja schon lange abgeschmissen worden. Ja, aber das soll ja reichen. Hast du gemerkt? Wenn wir Muni nehmen. Da ist er raus. Dach geht uns die 4 holen. So fertig sehen, was nach oben schafft. Auch noch umgeschafft. Ja, der Weg hier oben ist gerade ein bisschen zu. Ich bin aus dem Fenster. Geht nicht, das ist zu verbarrikadiert. Hier ist die Tür offen. Da gibt's noch einen Weg. Ja. Bist du das Dach kleben, weil wir da C4 passieren müssen? Ach, scheiße. Warum kriegen wir nicht nur die Scheißaufträge? Ich hebe auch noch mal eine schnelle Packung auf, weil wer weiß, ne, wann, ob wir es noch mal brauchen. Nimm an, dass wir es noch mal brauchen. Aua! Bulldozer hat mich gekneift. Ja, wir haben Bulldozer bei mir. Bulldozer taking care of. Ich wurde gerade zum, mein Steam übrigens, wurde gerade zum Stream Crossfire Global Offensive eingeladen, was ich ungefähr seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt habe, aber danke. Invite ist wichtig. Immer invite mich bitte. Aber erst müssen alle rausfinden, wie du heißt. Das steht da. Kommst du bitte hoch zum Dach? Ich hab's fast geklärt. Du musst jetzt raus, du musst die rechte Seite übernehmen von dem. Der Eingang ist vorne abblockiert mit zwei Schilden. Ich bring jetzt 4 neue Leute rüber. Ich kann das nicht halten, wenn du nicht hilfst. Noch das nach. Gut, ich bin blind, ich brauche Hilfe. Bulldozer steht vor mir.
Ich sehe nix. Ich sehe aber noch nix. Bulldozer ist hot. T4 platzieren bitte, Justin. Du musst machen. Kannst du, du musst ja erst den 2 platzieren. Der hat gerade geteilt. Wenn ich halt das sehe, töte ich ihn. The hell away. Harry Potter. Hast du gesehen, angeblich soll es einen Fanmade-Film jetzt geben. Glaube ich bis jetzt auch nicht. Was ist das denn? Ich verdiene so viel Geld damit, wenn die sowas nicht tun. Meinst du? Ja. Der hat der Bulldozer überlebt. Logisch, hallo, der hat eine sprengsichere Kleidung an. Stimmt. Der ist ja nicht dafür da, um Bomben zu entschärfen, Anzug. Alter, das ist echt ein fettes Loch. Und komm jetzt aufs Dach, jetzt haben wir die Chance, jetzt kann ich nicht. Wir müssen das Dach verteidigen. Der ist schon da. Der landet gerade. Wir müssen das nur verteidigen. Jetzt die beste Gelegenheit. Gegner, während sie da hinlaufen, schon killen. Hang tight, hell! Auf Moni kannst, hast du gelegt? Ja, das ist auch, ne? Ja, gerade die Treppe runter. Ja. Nimm mal, ich hab doch. Nimm mir nie diese ganzen Bags und sowas. Boah, sie ist Bulldozer, oder ich? Wollte gerade fragen, hat ein Assault wieder angefangen, aber ja, es hat's. Bleibst du oben? Hey. Ich bleib oben, okay. Warte, rennen. Nimm beide Bots mit. Ich glaub's ja auch so nicht, zwei Bulldozers. Gleich nicht mehr. Okay, ist nur noch der eine da. Welcher? Den, wo du gerade gekillt hast. Bulldozer töten kann ich. Gut, nice, danke. Du hast gerade den Typen nicht, der sich ergeben hat, gekillt. Da war bei mir keiner. Das ist schon mal echt lustig, wenn man so einen Taser übernehmen könnte, ey. Einfach so ein Bulldozer die ganze Zeit tast. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber ja. Wahrscheinlich schießt dann einfach nur drauf. Dann. Ich kann abhauen. Das sollten wir auch tun. Vielleicht kann man schnell Muni nehmen. So. Ach, erst jetzt sagt er uns, dass das hier alles einstürzt. Was hast du denn gedacht? Ja, die ganze Zeit steht's da stabil, du kannst da so stundenlang kämpfen. Ich glaube nicht, dass du stundenlang kämpfen kannst. Gerade ein fettes Loch in das Haus reingesprengt. Ich hab gerade irgendwas freigeschaltet. Mann, der Rausgang. Der ist feier. Übertreiben. Schloss knacken natürlich. Fuck you, hier.
Nebenjob abgeschlossen. Boah, 3 Millionen haben wir gekriegt. Mehr als 3 Millionen. Nice, 4 Millionen. Haben wir gekriegt, ist gedammt. Oh, mehr als 4 Millionen, nice. Und Level A? Fragezeichen? Ja, Level 92. Ja, aber wir werden leider nicht. Ach. Gut, wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge geht es, Moment, zur grünen Brücke. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. So. Hinweis, außer das Spiel verlassen. Ja.